In diesem Video möchte ich euch einen aus zwei alten optischen Laufwerken, einem Servo, 4H-Brücken und einem Raspberry Pi gebauten, akkubetriebenen WLAN-Plotter zeigen. Aus den Laufwerken wird der Motor mit der Mechanik zur Positionierung des Lasers benötigt. Bei dem Motor handelt es sich um einen Schrittmotor. Dummerweise besitzen viele, aber nicht alle optischen Laufwerke einen Schrittmotor. Ich hatte eine Trefferquote von 2 zu 1. Der Schrittmotor besitzt 4 Anschlüsse. Jeweils 2 Anschlüsse sind mit einer Spule verbunden. Mit Hilfe eines Multimeters in der Funktion Durchgangsprüfer kann festgestellt werden, welche Anschlüsse zu je einer Spule gehören. Bei diesem Motor sind es Pin 1 und 3 bzw. Pin 2 und 4. Die Folie an den Pins sollte nicht entfernt werden, da sich dabei die sehr dünnen Kupferdrähte der Spulen ebenfalls von den Anschlüssen lösen und der Motor somit unbrauchbar wird. Ich habe dadurch einen Schrittmotor zerstört, was uns zumindest einen kleinen Einblick in das Innenleben beschert. Was zu lang ist, kann von der alten Zuleitung abgeschnitten werden. Die neuen Zuleitungen werden mit den Pins verlötet. Die Spulen müssen bei diesem Schrittmotor mit wechselnder Polung angesteuert werden. Pro Spule wird somit eine H-Brücke benötigt, für zwei Spulen also zwei H-Brücken. Wer viel Zeit und Geduld aufbringt, kann sich die H-Brücken aus Transistoren, Dioden und Widerständen zusammenlöten. Etwas weniger Zeitaufwand ist bei der Verwendung einer H-Brücke aus einem integrierten Schaltkreis nötig, die nur mit wenigen externen Bauteilen verbunden werden muss. Und am einfachsten ist die Verwendung einer fertigen Platine. Die Platine mit der zweifachen H-Brücke verfügt über 4 Ausgänge. Je ein Paar der Ausgänge muss mit je einer Spule des Schrittmotors verbunden werden. Weiterhin besitzt die Platine 4 Eingänge, die mit 4 GPIOs des Raspberry Pi verbunden werden müssen. Schließlich muss die Versorgungsspannung von 5 Volt an die beiden Anschlüsse Ground, also Minus, und VCC, also Plus, gelegt werden. Eine einzelne Spule des Motors zieht einen Strom von fast 500 mA, daher kann dieser nicht über den Raspberry Pi mit 5 Volt versorgt werden. Die 5 Volt Leitung eines alten Computernetzteils dient daher als Quelle für elektrische Energie. Per Software kann der Motor nun schrittweise angesteuert werden. Je nach Drehrichtung bewegt sich der Schlitten mit dem Laser dabei nach links oder rechts. Um eine Bewegung in zwei Achsen durchführen zu können, wird eine zweite Mechanik benötigt, die sich senkrecht zum ersten Schlitten bewegt. Ich habe beide Mechaniken mit Hilfe eines Streifens aus Lochblech und etwas Spachtelmasse miteinander verklebt. Der Halter für den Stift des Plotters besteht ebenfalls aus einem Streifen Lochblech und ist mit Spachtelmasse am Laser der oberen Mechanik verklebt. Ein Servo kann das Blech biegen und den Stift somit anheben bzw. absenken. Als Spannungsquelle verwende ich einen 6 Volt Bleiakku, dessen Ausgangsspannung von einem Linearregler auf 5 Volt abgesenkt wird. Der Raspberry Pi ist mit einem WLAN-Stick ausgestattet und der Plotter wird über SSH von einem Laptop ferngesteuert. Ihr könnt aber auch Tastatur, Maus und Bildschirm an den Raspberry Pi anschließen und den Drucker direkt betreiben. Die Mechanik ist so angeordnet, dass der Plotter auf der Ebene zeichnet, auf der dieser steht. Hier ist das ein Blatt Papier. Der Bewegungsraum des Stiftes beträgt etwa 35 x 35 mm. Für die Bewegung um 35 mm benötigen die Motoren 250 Schritte. Hier wird eine Vektorgrafik gezeichnet.
Das Gerät ist relativ einfach und kostengünstig nachzubauen, womit es sich sehr gut als Demonstrationsobjekt eignet. Die Präzision hängt von der mechanischen Qualität eures Plotters ab und kann sich durchaus sehen lassen. Der Unterschied zwischen einer Vektor- und einer Pixelgrafik wird mit dem Gerät anschaulich. Hier wird eine Pixelgrafik Zeile für Zeile aufgebaut. Im Prinzip kann diese Grafik aus 250x250, also 62.500 Pixeln bestehen. Da der Plotter dann allerdings sehr lange benötigt, um ein Bild zu zeichnen, habe ich hier eine Grafik von 55x55 Pixeln verwendet. Dadurch wird die Rasterung der Bildpunkte verdeutlicht. Durch den besonderen Aufbau der Mechanik können mit einem wasserfesten Stift auch Grafiken auf Gegenständen aufgebracht werden. Hier wird der Deckel meines Laptops mit einem Schriftzug verziert. Die Software und weitere Informationen zum Plotter gibt's auf der Projektseite. Wie ein Plotter mit einfachen Werkzeugen deutlich größer gebaut werden kann, zeige ich in dem folgenden Video. Danke fürs Angucken und bis bald!